Прыгну хорошо, приземление стопами, Даня. Und dann wechseln. Und eins, auf eins schon stehen. Die Ballettschule in Mainz ist sein neues Zuhause. Danilo, 16 Jahre, geflohen aus der Ukraine. Er gehörte zu den besten Tanztalenten seines Landes. Als der Krieg beginnt und Tanzlehrerin Irina Starostina ihn aus Kiew an den Rhein holt. Als der Krieg anfing, kam mein Vater um 5 Uhr morgens in mein Zimmer. Er weckte mich und sagte: Wach auf, mein Sohn, der Krieg hat angefangen. Ich dachte zuerst, das sei ein Scherz. Was für ein Krieg? Was soll das? Es waren Bomben. Dann folgte der zweite Schlag und ich stand auf. Und beim dritten Schlag dachte ich, dass gleich sogar die Fensterscheiben rausfliegen, dass alles rausfliegt. Ab da dachte ich, dass etwas getan werden sollte. Ich sagte das meinem Vater. Mein Vater rief Irina an, die sagte, ja, er kann zu mir kommen. Er hat dann gerufen, sagt das der Vater, und sagt, das kannst du uns retten. Weil wenn er wird jetzt nicht trainieren, dann war's das. Ne? Und er hat gesagt, ich kann alleine meine Kind nur zu dir schicken. Sagt das, weil das ist, ne, das ist eigenes Kind, das ist 15-jähriger Junge. Ja, ich habe keine halbe Sekunde gedacht. Klar. Und sie hat viel vor mit Danilo, ist überzeugt, dass er das Talent hat, einer der besten Tänzer weltweit zu werden. Doch heute wird in Irina Starostinas Ballettschule nicht nur trainiert. Am Vorabend haben ukrainische Reisebusse im Hof der Schule Halt gemacht. Schon morgen sollen sie ins Kriegsgebiet starten. Alle packen mit an, auch Irinas Ballettschülerinnen. Über mehrere Wochen hat die Chefin in ihrem Keller Sachspenden gesammelt. Was ist in den Kisten hier? Ja, das ist Kinderfutter. Das gibt Kindersachen, das gibt es für Frauen Sachen, das gibt es für Männer. Kinder. Krankenhäuser bitten Irina um medizinisches Gerät. Kinderheime um Schuhe. Oft fahren dann auch Tänzer in der Ukraine bis in die kleinsten Dörfer. Ein Kraftakt für Irinas Helfer. Danilo nimmt es sportlich. Er sagt, das ist eine Übung, weil er muss auch das Mädchen immer heben und schleppen. Und das ist so ein Training. Er findet, das ist eine gute Training. Bis auf den letzten Platz belegt der Reisebus, der jetzt ein Hilfstransporter ist. Pause. Keine Pause für Danilo und seine 14-jährige Tanzpartnerin Florentina. Am Nachmittag muss noch geprobt werden für einen ganz wichtigen internationalen Tanzwettbewerb in 4 Wochen. Wir müssen so peu à peu basteln euch so, dass ihr seid in die beste Form während des Wettbewerbs. Physisch, moralisch, okay, Gott sei Dank, ihr habt mit moralisch kein Problem. Ne, aber physische Form, wir müssen das steuern. Die ehemalige Starballerina aus Kiew ist eine der ganz wenigen, bei denen junge Tanztalente auf Weltniveau klassisches Ballett lernen. Der Paartanz im Schwanensee ist eigentlich nur etwas für erwachsene Profis. 6 Stunden täglich trainieren die beiden, die Pubertät ist gestrichen. Für den Hilfstransport in ein ukrainisches Kinderheim hat Irina 150 Paar Schuhe bestellt. Aus Versehen wurden die zu ihrer Cousine geliefert. Kartonen, das ist schon sehr schlecht. Also die haben gesagt, sie brauchen Schuhe. Die haben gesagt, Sommerschuhe und Übergangsschuhe. Übergangsschuhe habe ich für alle gekauft, aber Sommerschuhe habe ich nur wenige Paar. Ich habe ein bisschen zu wenig Gewicht. Wenig Gewicht, weil ihr das Essen schwerfällt seit Ausbruch des Krieges. Seitdem ist sie rastlos, will helfen, Danilo und ihre Heimat. Wir zwingen dich zu schlafen. Wir stopfen das rein. War das schon alle Decken? Ja. Все буде Україна.
Es ist schon der vierte Hilfstransport, der von Irinas Hof rollt. Für sie immer ein emotionaler Moment. Danilo versucht, sich auf seinen Wettbewerb in Italien zu konzentrieren. Dafür muss er mit Florentina auch ein modernes Stück einstudieren. Die Art und Weise, wie ich sie mitnehme. Ganz zart. Ich bin da für sie. Nicht sie einfach hinstellen. Ich sehe in seinem Körper einen ganz schönen Widerstand, mit dem er versucht, stark zu bleiben, vielleicht wegen seiner privaten Situation. Aber ich glaube, davon muss er sich befreien. Aber das wird sich mit der Zeit geben. Spürst du, wenn er zum Beispiel vielleicht traurig ist oder gerade mal wieder ein Angriff war auf Kiew, spürst du das, wenn er in den Ballettsaal kommt? Man sieht es ja. Also man sieht ja an ihm, also wie er dann gerade guckt, wie er aussieht. Ja. Versuchst du ihm dann irgendwie zu helfen? Ja, wir alle, also alle in der Ballettschule dann. Nur noch 3 Tage bis zum Wettbewerb in Italien. In Irinas Tanzschule letzte Änderungen an den Kostümen. Florentinas Tütü passt. Nur mit Danilos Kostüm ist Irina noch nicht zufrieden. Es soll nicht hängen, sondern figurbetont sein. Aber weiter oben bitte lockerer, damit es ihn beim Heben nicht einzwängt. Das Kostüm passt noch nicht. Die Einstellung schon. Nein, ich habe keine Angst vor dem Wettbewerb. Dorthin zu fahren und zu tanzen, das ist eine große Erfahrung für mich. Zu siegen. Plus, dank meiner Pädagogin Irina, mit der ich zusammenarbeite, die mir, wie soll ich sagen, die Richtung weist, um alles richtig zu machen, damit ich gewinne. Ja, so könnte man es sagen. Und ja, ich bin mir sicher, ich bin fest davon überzeugt. Spoleto in Italien. Vor einer Woche verwandelt sich die mittelalterliche Stadt in eine Tanzhochburg. Irina ist mit Lina, Florentina und Danilo angereist. Die Vorrunde haben alle 3 schon erfolgreich hinter sich gebracht. Im Theater von Spoleto tritt der internationale Ballettnachwuchs gegeneinander an. Klassisches und Modernes wird einzeln und in Gruppen in K.O.-Runden präsentiert. Im Minutentakt zeigen Tanztalente aus aller Welt das Ergebnis jahrelangen Drills. Für das Halbfinale werden Danilo und Florentina gleich ihr modernes Stück präsentieren. Danilo, bist du aufgeregt, gestresst? Du волнуешься? Нет. Я уверен. Er ist sicher. Wird Danilo es schaffen, loszulassen, wie Choreograf de Latre es ihm geraten hat? In der Loge eine nervöse Irina. Die Jury ist hochkarätig. Und dann wird es ernst für die beiden aus Mainz. I'm sitting on the porch. Wind blowing through my hair. Ducks are frolicking in the pond, but I just can't seem to care. Dann ist es geschafft. Danilo und Florentina, sie haben sich freigetanzt. Du bist super. Okay, ich gehe gleich bei. Du auch. Danke schön. Bravissimo.
Ich kann sagen, dass meine Kinder sind Beste in der Welt. Ne? Also die sind richtig Profi, weil die haben gezeigt, nach zweimal, die können auf die Bühne zeigen, auf höchstem Niveau dieses Nummer. Und die waren zusammen wie ein Organismus. Und wir zeigen auch mit unserer Leistung, ne? Wir gehen zu Sieg in alle Bereiche. Nach seiner Flucht ist Florentina für Danilo sehr wichtig geworden. Mit ihr gemeinsam hat er viele Stunden im Ballettsaal verbracht. Mit ihr will er gewinnen. Der nächste Tag, Probe fürs Finale. Flori und Danilo werden der Jury das Pas de Deux von Don Quixote präsentieren. Also, perfetto, perfetto, però otro musica. Das Schwierigste, die schräg geneigte Bühne. Wir müssen nicht alles machen, aber wir müssen alles ausprobiert zu haben, weil das ist schräge Bühne, das ist eine Überraschung. Die Neigung der Bühne sorgt zwar für eine bessere Sicht vom Zuschauerraum aus, aber alle vorher einstudierten Sprünge und Drehungen müssen angepasst werden. Gleich zählt es. Die Jury trifft ein. Hinter der Bühne spielen Danilo und Florentina im Kopf immer wieder den Don Quixote durch. Schulterklopfen auf Ukrainisch. Jetzt geht es für Danilo und Flori um alles. Applaus von der Jury. Aber war das perfekt genug für einen guten Platz? Danilo war von einer technischen Panne, einem zu frühen Musikeinsatz, irritiert und ist unsicher. Das war eigentlich gut, aber du hast dich von der Musik ablenken lassen. Das habe ich dir schon vorher gesagt. Höre nicht darauf, sondern achte auf die Choreografie. Wenn du deinem eigenen Tempo gefolgt wärst, wäre alles fantastisch gewesen. Jetzt heißt es warten. Irina hat ihren drei schnell ein paar Brötchen geholt. Nicht gerade üppig nach dieser Kraftanstrengung. Es ist für die Kinder und Jugendlichen eine Geduldsprobe. Schon für die Gala im Anschluss, komplett kostümiert, warten sie eine Ewigkeit auf die Ergebnisse. Es war eine anstrengende Woche voller Höchstleistungen. Consegnato dal presidente Dario Pompili. Dann bekommt Danilo den ersehnten Preis. Für seine Leistung im Paartanz. Danilo Makov, dall'Ucraina, Sezione Classica, Pas de Deux. Keinen Preis dagegen gibt es für seine Partnerin Florentina. Brutale Realität im Kampf um die Weltspitze. Irina ist geschockt. Sie muss auch Danilo trotz seines Triumphes trösten. Von einer Seite natürlich bin ich auch für beide meine glücklich, aber da habe ich gar nicht verstanden. Irina Starostina hat mit zweien ihrer drei Schüler die vordersten Plätze belegt. Doch
Das Wichtigste, sie hat ihren Schützling Danilo Matkow vor dem Horror des Krieges bewahrt.